Ja, hallo, zu einer weiteren Folge. Folge Nummer 7 müsste es sogar jetzt schon wieder sein bei Call of Duty United Offensive Singleplayer. Ja, Erweiterung von Call of Duty 1. Und wir haben in der letzten Folge eine Zugbrücke hochgesprengt, die sagen, den Deutschen den Nachschub abgeschnitten, somit. Was ziemlich erfolgreich war und so, was uns ziemlichen Spaß gemacht hat. Und natürlich, was jetzt passiert. Ihr wisst es, sehen wir und zwar fortsetzen. Na klar, machen wir das. Ja, mal sehen, wie lange das Erweiterungspakt noch geht. Also, bis jetzt macht das ja eigentlich sehr viel Spaß. Wollen wir mal schauen. Meine Herren, ich möchte Ihnen Sergeant James Doyle von der SOE vorstellen. Er begleitet uns auf dieser Mission. Er war einer der besten Absolventen der SOE-Schule in Guildford. Also seien Sie versichert, dass er es drauf hat. Zum Glück haben wir ihn 41 aus seiner öden Existenz bei der RAF retten können. Damit wären die Vorstellungen beendet. Kommen wir zur Sache. Eine Reihe von großkalibrigen Küstenbatterien bedrohen den Erfolg der bevorstehenden Invasion Siziliens unter dem Codenamen Operation Husky. Eine besonders gefährliche liegt hier, bei Capo Muro di Porco, einer kleinen Halbinsel nahe Syrakus. Diese Geschütze müssen zerstört werden, bevor die alliierten Schiffe sich auf ihre Invasionspositionen begeben können. Dazu brauchen wir Ihre besonderen Talente, meine Herren von der SAS. Ein örtliches Fischerboot wird uns in die Nähe der Geschütze bringen. Wir sollten so nah genug herankommen, ohne Aufsehen zu erregen. Die Waffen sind in einem feindlichen Bunker unter den Ruinen dieser alten Festung. Unsere Mission ist es, reinzugehen und Ladungen an Waffen und im Munitionslager anzubringen. Dann treffen wir uns mit dem Boot und setzen zur Ulster Monarch über. Sie alle haben ihre schriftlichen Instruktionen erhalten. Lesen Sie sie gut durch. Der Erfolg der Invasion hängt ganz von uns ab. Viel Glück! Ja, werden wir bestimmt brauchen. Ja, wieder eine etwas längere Mission, so wie ich das mir denke. Ihr könnt hier wieder Pause drücken und das euch durchlesen, wenn ihr wollt. Und ja, ich bin gespannt, wie die Mission hier vonstatten gehen wird. Und gucken wir uns das mal an. Capo Muro di Porco, Sizilien, 12. Juli 1943. Wir sind auf Sizilien, Freunde. Mensch, du, wir sind weit von zu Hause weg. Und ihr habt es gehört, so in dem Briefing, SAS, ne, gibt es in MW2 und alles, gibt es das auch schon. Wir kommen hier schon dieser Sache mit Captain Price schon wieder ziemlich nah. Oder wie gesagt, das trifft sich doch schon wieder irgendwo. So, sind wir gleich da. Irgendwie ist es jetzt bei mir gerade ziemlich dunkel. Aber wie gesagt, ich stelle das mit einem Renderprogramm dann noch ein bisschen heller. Für euch müsste es dann genügen. Mal schauen. Das ist ja in der Dämmerung hier, das ist ja eben der Richt tagsüber. In der Dämmerung, da ist es klar, das ist noch ein Bild. Ganz langsam reinschleichen. Wir haben doch erst vor 2 Stunden gefuttert. Hier ist einfach. Sie sind hier! Sogar mit Schalldämpfer drauf, Freunde. Na, jetzt geht es richtig ab. Erweiterungspack bringt einen Schalldämpfer mit, das ist natürlich cool. Das Ding machen wir mal aus, es stört nämlich nur. Da hören wir nämlich jetzt eine bessere Rattenfurzen. Sie und Ihr Team gehen so nah wie möglich an den Bunker ran, bevor Sie angreifen. Wir decken Sie. Ah, ich hab nur lieber, ich hab gar keine Sniper mit dabei. Was natürlich gar nicht so gut ist, weil ich hätte gern mit Sniper gearbeitet. Aber gut. Scheint eine ziemlich starke Waffe zu sein, die wir hier mitgekriegt haben. Ist aber natürlich gut für uns. Nehmen wir uns erstmal die Medizin noch mit. Alle Mann in den LKW! Lutis, Sie fahren! Ja, ist ja gut. Was ist denn das hier? Dann nehmen wir erstmal die K89 schon mit, würde ich sagen.
Sobald wir im Bunker sind, kümmern wir uns um die Geschütze und platzieren Ladungen im Magazin. Nehmen Sie wie immer alle wichtigen Dokumente von da drin mit. Auf der Kante ist der Leuchtturm. Den jagen wir hoch. Das wird Sie ablenken und aus Ihrer Festung rausholen. Klingt gut. Sir, der verdammte LKW hat abgewürgt. Mist. Wir gehen zu Fuß weiter. Ja, toll, ey. Löwen oder was? Ich will doch wenigstens nur ein bisschen Luxus haben. Ein kleines bisschen Luxus. Und was macht der scheiß LKW? Auf nicht kann man sich verlassen. Ja. Aber wir sind im 4. Weltkrieg, Freunde. So ist jetzt alles. Da läuft immer hier alles nach Plan. Oben fängt um. Eine kleine andere Waffe, die wir nehmen können, ja. So sieht es jetzt schon viel besser aus. Geil, wie Sau. Ja, die ist irgendwie besser gemacht, finde ich sogar schon. Als bei Call of Duty 1. Na klar, aber ich stehe hier noch oben. Siehst du? Hier oben scheint nicht weiter zu sein. Überprüfen wir das nochmal. Ne, alles sauber. Okay. So, hier scheint alles in Ordnung zu sein. Granaten haben wir mitgenommen. Sehr gut. Die können wir wirklich gut gebrauchen. Hier ist alles safe. Gut. Huch. So, Leuchtturm ist vermint. Also gehen wir gleich zum nächsten. Okay. Steile Abhang hier, dem passen, dass man hier runter klatscht. Hier. So. Okay, wenn Doyle die Ladung richtig platziert hat, sollte der Leuchtturm in die Luft fliegen. Genau jetzt. Okay, da läuft schon ein bisschen. Alter, krass. Ey. Bewegt mich kein Meter. Sag was, Jungs. Gut. Doyle, Sie gehen da hoch und schalten den Funkraum aus. Mein Team sichert den Hof für die Flucht. Funkraum ausschalten. Okay, kein Problem. Von dem Ding weg, das ist ungesund für dich. Für mich überhaupt mal gesehen, ne? Okay. Ich behalte die mal noch. Ja, weiß.
irgendwas zu mitnehmen hier? Ne, ah, hier. Doch, Medikits. Sehr gut. Oh, das erstmal. Stielhandgranate, Munition. So. Da scheint sie auch mal Bill aufzuhalten. Hoffe ich zumindest. Jetzt gehen wir runter und gucken mal unten, ob unten noch irgendwas an Funk. Utensilien sind. Danke. Die haben keine MP44 gehabt. Geht trotzdem nochmal hier hin und gucken. Spiel gespeichert auf jeden Fall. Falls wir irgendwie sterben sollten oder so. Hier unten ist Uni auf. Also gehen wir hier drüben. Hey! Wechsel! Du Vogel! Jetzt! Wow, hier geht's richtig ab! Noch für uns, verdammt. Gar nicht erkannt. Doyle, gehen Sie mit Ihrem Team die Waffen ausschalten. Denken Sie daran, packen Sie alle wichtigen Dokumente ein. Wir anderen halten hier die Stellung. Okay, also alle wichtigen Dokumente und dann die Dinger und die großen Flak 88er ausschalten, die Bunker, die in dem Bunker stehen. MP44 Muni, sehr gut. Hier drüben vielleicht noch. Nee. Nee. Hier drüben. Und hier. Och nee. Das ist die große Bunkertür, wo wir nicht reinkamen. Okay. Dann weiter. Schalten. Hier oder was? Alter! Ui, da war ich gar ganz schön schnell weg, du. Hör mir auf. Jetzt sind wir wieder draußen, hab ich recht. Na egal. Sektor 6 Ebene B. Warte mal, hier hinten ist noch was. Ach, mal das. Ach ne, hier waren nur Rohre. Okay. Dann weiter. Hat's ordentlich geklatscht, würde ich mal sagen. Wechsel. Jetzt haben wir ein Bild überrascht, Freunde. Sehr gut.
jetzt hier rein. What the fuck? Hier hin noch. Zieh mir die Kids. Handgranaten. Oh, herrlich. Sehr gut. War schön aufgerüstet, Freunde. Machen wir hier weiter. Dann wir schrauben, wir müssen hier runter. Okay. Wieso geht denn das jetzt noch nicht? What? Hier geht's nicht weiter. Irgendwas haben wir vergessen. Deine Mutter wird angegriffen. Und die alle Vorräte wegfrisst. Gut. Da hoch müssen wir. Wie kommen wir schon dort rein? Alles klar. Gehen Sie mit Ihrem Team die Waffen ausschalten. Ja, genau, die Waffen ausschalten. Die jetzt, Leute, da muss ich einfach nur dorthin an dem Fleck, damit ihr mir das sagt, Alter. Hör mal auf, ey. Na, jetzt haben wir wenigstens eine freie Bahn, würde ich sagen. So wie ich das eigentlich denken würde. Weil wir haben ja eigentlich ja alles. Ja, wir haben. Habe ich jetzt schon wieder was vergessen? Das kann doch nicht sein. Ich tu mal die Dinger hochjagen, ja. Müsste ich jetzt nehmen, was ist? Wir gehen einfach mal weiter. Oder meint er das auf der Karte, dass... Zweite und fünfte Kompanie sofort zum Parkplatz. Der Feind hat die Garnison überrannt und zerstört die Transporter. Hier sind Dokumente. Alles klar. Dokumente waren es. Jetzt gehen wir hier rum und dann fahren wir runter. Oder hoch, hat er gesagt. Okay. Jetzt. Gut, dann auf zum Munitionslager. Pusten wir den Bau weg und dann raus hier. Alles. Runter geht's. Okay. Ach du Scheiße. Rechte Flanke! Granate! Flankiert sie! Wiederhole, keine Gefangenen! Gar nicht mal schlecht. Da ist das erste Vieh, was wir wegspringen müssen. Wir könnten mal wieder MP44 Munition. Könnte ich sehr gut, sehr gut gebrauchen. Aber scheint nicht so gut. Jetzt haben wir wieder volle Energie. Hier hinten geht es dann weiter. Ding ist Geschichte. Geh mal. Ja, hey, schließe hinter mir noch fast meine letzten Haare vom Kopf. Zum Vorsicht!
Schuss noch. Ne? Ah, Munition, sehr gut. Medikit. Hoch und das Ding ausschalten. Zack. So. Die Sirene geht ihnen irgendwann auf den Sack, oder? Sehr geil! Und Munition jedoch. Ach nee, war der MP40. Oh, schade. Hier ist auch nichts, wer war hier hinten? Der hat auch nicht die richtige Munition. Sag mal, was habt ihr überhaupt? So. Zack! Boom! Sehr geil! Weiter geht's! Ach du Scheiße! Das ist Topchen B. Okay, wir sind welche. Oh ja, na mich treffen sie wieder. Oh komm ey, das ist doch kacke. Uhu. Sag mal, bleibst du jetzt mal liegen oder was? Ich hab keine Munition mehr. 21 Schuss habe ich schon noch. Lass mal die MP40 nehmen. Oh, sag mal. Oh, wieder, ey, fängt das jetzt wieder an. Der war schon klein wieder hippelig, ne? Na, ist alles weg? Jawohl. Hab ich das Ganze einfach mal so gemacht, weil es eigentlich noch sicherer ist. Ich guck jetzt auch mal nach, ob hier noch irgendwo Medikits vielleicht rumliegen für uns. Ja, Mahlzeit. SG-Stiftung Warentest ging so. Hier oben ist noch zu. Willst du mich eigentlich verarschen, ey? Wir fangen wieder an der Stelle an. Oh mein Gott, ey. So. War das Ganze? Hier war zu. Los, los, los! Eins. Ja, halt die Backen jetzt mal. Bitte. Granaten.
2. Und 3. Nochmal 10 Munition, geil. Geht das Ding jetzt hoch oder geht das? Ach nee, später geht das bestimmt erst hoch, oder? Abhauen! Abhauen! Kaschen wir uns jetzt noch Munition, aber auf jeden. So viel ist gar nicht da gewesen. Ey Gott, die haben alle nur so bekifften Waffen gehabt. Na gut. Okay. Dann weiter. Dann war's das schon. Hallo? Kuckuck? Ah, was? Oh, was ist denn das für ein Scheiß? Ey, bis du das mal irgendwie zum Betätigen kriegst, ey, das ist ja schlimm, ey. Öff. Ha, öff! Nee, ey. Da waren wir da vorne schon drinnen, oder? Ach, jetzt ist die Tür hier auf. Okay. Medikit ist immer gut. MP44 Muni, sehr geil. Schon drin ist jetzt eine Seitentüre auf, die ist zu, auch zu, weiter hoch. Sollte das etwa heißen, dass wir das geschafft haben? Schön von der Seite weggeholt, also besser konnte ich jetzt gar nicht laufen, da war gut jetzt. Auf jeden Fall. Danke für die schöne Munition. Darf ich dann hier rüber hüpfen? Ja, danke. Okay, danke. So, jetzt noch das Ende. Meine Kumpanen, ja. Ziele aktualisiert, okay. Jetzt hauen wir ab, oder was? Wie sieht's denn aus? Ich weiß jetzt nicht, was ich hier gerade machen soll. Hier hinten ist auch noch einer. Steigen Sie in den Beiwagen des Motorrads. Alles klar, in den Beiwagen. Das geht nie. Das geht nie, Freunde. Das geht einfach nicht. Oh, hier war noch Munition.
Steigen Sie in den Beiwagen des Motorrads. Okay, ich muss mal ganz kurz abbrechen, Freunde. Es klingelt gerade das Telefon. Bis gleich. Ja, gut, okay, Anruf erledigt. Sorry, Freunde, dafür, aber wie gesagt, da musste ich rangehen. Ich kann jetzt hier nicht F, ne? Aber ich komm jetzt hier nicht irgendwie an das Dingens ran. E. Oh nee, was ist denn jetzt hier los, ey? Oh, muss ich jetzt nochmal neu laden oder was? Spiel laden, speichern, Spiel laden. Ich lade jetzt einfach mal, versuch das jetzt. Oh nee, nicht hier unten auf, nee! Wo ist denn das Assi? Oh, jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen, das gibt's nicht noch. Scheiße, ey. Wird eine Überlänge, Folge mit Überlänge. Irgendwie bin behindert oder was? Reicht jetzt langsam, ja. Scheiße, ich muss den ganzen Mist noch mal machen hier, ey. Och, Mann, ey. Alle Mann in Kampfbereitschaft. Erschießt jeden Eindringling. Schau ab. Ah! Scheiße, Alter. Oh, ich hab Angst. Jetzt gehen die wenigsten rein, ey. Scheiße! Fertig. Sieht so aus, okay. Eins. Zwei. Drei. Raus hier. Ich hau ab. Ich geh weg hier. Bevor ich hier vorreck, ey. Oh, das war mir arschklar, Mann. Oh Mann, wieso ist denn das immer so beschissen, ey? Jetzt fange ich schon wieder von hier an. Och Mann, das nervt. Das ist unmöglich, ey. Ja, ne, genau. Ziehen wir noch mehr ab. Und noch mehr. Oh, das ist zum Katzen, echt. Wisst ihr was? Gehen wir nicht auf den Seeschirr, du hessischer Wichser. Mein Gott, ist doch schlimm hier. Gott. Nervt einfach, ey.
Gehen wir echt um den See, die können. Nicht ist. Alter, die Nerven, ey. Auf jeden Fall Medis. Geil. Hab vor uns gar nicht gesehen gehabt. Und neue Granaten immer noch mit. Komm, geh kacken, Alter. Nein! Hat er mir meine ganze Energie geraubt, ne? Vögel. Jetzt ist hier auch auf. Man hat bloß die Fresse, ey. So, haben wir das erstmal noch gemacht. Also wie gesagt, für euch extra Überlänge-Folge hier. Ey, dass es wieder so eine beschissene Stelle ist, hätte ich nicht gedacht, ne? Echt, ne? Sind nur unsere Mannequins, die sind wohl schon beim Vorstuhl, oder was? Tatsache, ja. Ja, die sind schon beim Vorstuhl, die Wichser. Könnt ihr warten, ne? Jetzt. So, ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie wieder, also wenn wir, sobald wir oben sind und den Truck da besiegt haben, würde ich sagen, dass wir dann nochmal speichern. Selber, also manuell nochmal speichern. Weil ich denke, dass das auf jeden Fall sehr gut kommen wird, falls wir noch mal laden müssen. Geh rüber, Mann. So, jetzt ganz schnell hier. Kommen da unsere Freunde. Halten uns nochmal zwei Granaten bereit, weil die kommen ja jetzt hier rein. Haha. Da war gut. Freunde, da war gut. Jetzt kommen sie hier nochmal. So, jetzt aber. Und genau jetzt würde ich sagen, speichern wir mal. Machen wir hier oben gleich. So, 11. Speichern. Jawohl. Jetzt steigen sie ein. Oh, fahr mich noch um, die Klöppi, Alter. Steigen sie auf das Motorrad. Hier. Alles klar. So, jetzt hat's geklappt, Freunde. Ha, geil ist das. Fährt ja lang. Das Ding geht jetzt gerade hoch. Versuche euch mal ein bisschen bestes Bild mitzugeben hier. Ja, rechtzeitig weg. Okay. Ja, liebe Freunde, das war's.
Zur Folge Nummer 7. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wieder einmal sind wir ja, ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Aber wie gesagt, solche Stellen gibt es. Also jetzt mal wirklich gleichgestellt im Gegensatz zu Call of Duty 1, wie ich finde und sowas, gibt es hier schwerere Stellen, die auf der Schwierigkeit leicht in wirklich mit in den Wahnsinn treiben können. Aber wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen und einen Kommentar. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge, die wir hier zusammen bestreiten werden. Und bis dahin sage ich ein frohes Lachen mit Kümmer und Korn, euer Bahamut 1203. Tschüss!